Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Bauern protestieren in Berlin. Unter dem Motto "Zu viel ist zu viel" demonstrieren sie gegen Pläne der Regierung, Steuervergünstigungen in der Agrarwirtschaft zu streichen. Dafür kritisierte Bauernverbandschef Ruckwied die Ampel scharf und forderte Nachbesserungen. Israels Militäreinsatz gegen Terrororganisation Hamas geht unvermindert weiter. Dabei soll auch ein Krankenhaus in Khan Yunis getroffen worden sein. International gibt es scharfe Kritik an solchen Einsätzen. Israel wirft der Hamas vor, sich auch in Kliniken zu verschanzen. US-Verteidigungsminister Austin traf unterdessen zu Gesprächen in Israel ein. Präsidentenpartei bei Wahl in Serbien vorn. Nach Auszählung fast aller Stimmen ist die rechtsnationale Fortschrittspartei von Präsident Vucic mit 47% stärkste Kraft. Das teilte die staatliche Wahlkommission mit. Die liberale Opposition verzeichnete etwa 450 Verstöße gegen die Wahlordnung. Nordkorea testet offenbar Langstreckenrakete. Südkoreanische und japanische Medien berichten, dass es sich um eine atomwaffenfähige Rakete handelt. Sie soll eine Reichweite von bis zu 15.000 Kilometern haben. Nordkoreas Machthaber Kim lässt vermehrt solche Waffen testen. EU eröffnet Verfahren gegen X. Die Kommission in Brüssel will gegen den Kurznachrichtendienst wegen der Verbreitung illegaler Inhalte vorgehen. Es solle zudem geprüft werden, ob die sogenannten blauen Häkchen täuschend wirken könnten. X hatte ein Abo-Modell eingeführt, mit dem der Haken gekauft werden kann. Das Wetter heute im Norden bedeckt, zeitweise Regen, in der Mitte und im Süden nach Auflösung von Nebelfeldern verbreitet sonnig, 2 bis 14 Grad.